Willkommen zu diesem neuen Video bei Meat & Grate. Wir machen heute drei geile Beilagen vom Gasgrill. Könnt ihr auch auf dem Holzkohlegrill machen. Und da ist für jeden was dabei. Wir machen ein richtig geiles Knoblauchbutterbaguette. Wir machen was mit Kartoffeln, was ihr so wahrscheinlich auch noch nicht gegessen habt oder vielleicht auch vom Jahrmarkt kennt. Total easy für euch zu Hause zum Nachmachen. Und wir machen auch noch was mit Möhren, die aber nachher so genial schmecken, dass selbst wenn ihr sagt, ihr mögt Möhren eigentlich nicht, ihr davon überzeugt sein werdet. Los geht's! Wir packen direkt drei Rezepte in ein Video und jedes der Rezepte ist so geil, dass es eigentlich ein eigenständiges Video verdient hat. Aber ihr kennt mich, ich packe gerne möglichst viel Mehrwert für euch in ein Video und wenn ihr das zu schätzen wisst, dann lasst doch gerne jetzt ein Like da und schreibt mir einen netten Kommentar. Dafür wäre ich euch sehr dankbar. Und wer den Kanal noch nicht abonniert hat, das Video ist es auf jeden Fall wert. Wie immer findet ihr auch für alle drei Rezepte von heute in der Videobeschreibung die Zutaten, die schriftlichen Rezepte und natürlich auch nochmal die schriftlichen Rezepte als PDF bei uns auf der Webseite. Wir starten mit Rezept Nummer 1 und das ist ein Knoblauchbutterbaguette, wie ihr es wahrscheinlich noch nie gemacht habt, denn wir werden unseren Knoblauch vorher rösten. Fürs Knoblauchbutterbaguette brauchen wir tatsächlich eine ganze Knolle Knoblauch und da werden wir jetzt einmal oben den Kopf abschneiden, sodass jede einzelne Zehe oben angeschnitten ist. Dann kommt da Olivenöl drüber, Salz und Pfeffer nach Geschmack, macht euch da keinen Kopf drum, nachher in der Butter könnt ihr nochmal nachsalzen, so viel ihr wollt und übersalzen könnt ihr den Knoblauch auch nicht. Und dann packen wir den in ein bisschen Alufolie ein und packen den indirekt bei ca. 180 Grad Celsius auf unseren Grill. Der Knoblauch braucht jetzt so 45 bis 60 Minuten auf dem Grill zum Rösten. Währenddessen könnt ihr grillen und sobald alles fertig ist, nehmt ihr den Knoblauch runter und ich zeige euch gleich, wie ihr dann mit dem Rezept weitermacht. Wir werden jetzt in der Zwischenzeit direkt das zweite Rezept starten und dafür nehmen wir uns unsere Kartoffeln zur Hand, denn die brauchen auch circa eine Stunde auf dem Grill. Ihr habt von mir schon ein paar coole Kartoffelrezepte gesehen und ich weiß, dass ganz viele von euch diese Rezepte gerne und regelmäßig nachmachen, denn ihr schickt mir davon immer Bilder auf Instagram, ihr postet das in unsere Facebook-Gruppe und wenn ihr auch Bock habt, hiervon was nachzumachen und das mit uns zu teilen, dann kommt doch gerne in die Facebook-Gruppe. Den Link zu Facebook und Instagram findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Bei Instagram kriegt ihr auch so ein bisschen was noch hinter den Kulissen mit, zum Beispiel, was hier so beim Videodreh so läuft und vielleicht auch ein bisschen was von mir privat. Das Rezept zum Thema Kartoffeln, was ich euch heute als Beilage zeige, ist ein was man vielleicht so vom Jahrmarkt kennt. Und zwar sind das Tornado-Kartoffeln. Und zwar letztendlich ritzen wir die so ein, fächern die auseinander, dass die nachher aussehen wie so ein kleiner Strudel und dadurch sollen die besonders knusprig werden. Das werden die auch auf dem Grill, ohne dass man die frittiert, wenn man eine Sache dabei beachtet. Und das erkläre ich euch heute. Für die Tornado-Kartoffeln brauchen wir natürlich unsere Kartoffeln, die waschen wir einmal ab mit Schale. Dann brauchen wir so ein paar Einwegspieße aus Holz. Wir brauchen ein Barbecue-Rub eurer Wahl. Ihr könnt dann Magic Dust nehmen, ihr könnt ein Bratkartoffelgewürz wunderbar nehmen. Und hier möchte ich an der Stelle nochmal darauf hinweisen, wir produzieren aktuell unsere eigenen Gewürze. Und wir und unsere, damit meine ich euch ebenfalls, denn die gesamte Grill-Community hier von Meat & Grate entwickelt momentan Gewürze. Ich selbst mit meiner Kollegin zusammen, Madita, wir sind Ernährungswissenschaftler. Und wir haben uns überlegt, okay, momentan ist ja im Gewürzmarkt so ein bisschen Aufregung gewesen. Wie wäre es, wenn wir jetzt doch mal Gewürze rausbringen, die noch den einen oder anderen Mehrwert haben, die vielleicht für den einen oder anderen wirklich noch mal irgendwo eine Lücke schließen können. Und damit wir das machen können, haben wir uns überlegt, wir entwickeln die Gewürze mit euch zusammen. Das bedeutet, wir arbeiten momentan mit mehreren Firmen zusammen, die Gewürze, Gewürzmischungen für uns herstellen. Diese Gewürzmischungen verfeinern wir und dann geben wir euch Gewürzmischungen zum Probieren. Das bedeutet für bestimmte Gerichte verschiedene zur Auswahl, inklusive ein paar Fragebögen und wir machen eine kleine Studie quasi darum und schauen, welches Gewürz ist nachher wirklich ein Gewürz, was noch einen Mehrwert bringt auf dem Markt und dann bringen wir dieses Gewürz hier raus mit euch zusammen. Und wenn ihr Bock habt, da dabei zu sein, dann schaut einmal unten in die Videobeschreibung und in den ersten angepinnten Kommentar, da erfahrt ihr alle wichtigen Infos dazu. Die Kartoffeln werden wir jetzt gleich auf unsere Holzspieße aufspießen, werden die ziemlich mittig auf die Spieße schieben und werden die dann mit unserem Messer schräg in spiralförmige Streifen schneiden. Da immer bei darauf achten, dass man die nicht durchschneidet, sondern wirklich immer der Reihe nach hier drum herum schneidet. Man kann ruhig mit dem Messer immer mal wieder neu ansetzen. Das ist an sich nicht schlimm. Ihr könnt auch überall mal so ein bisschen reinschneiden. Das wird nachher nur umso knuspriger. Und an sich stellt man sich das relativ kompliziert vor. Das ist es aber nicht. Macht es einfach mal. Ihr werdet merken, es ist super easy. Wichtig ist, ihr schneidet immer bis zum Holzstiel durch, sonst könnt ihr die nachher nicht auseinanderziehen, sondern zerbrecht sie. Und wie dick ihr die einschneidet, das spielt nachher auch keine besonders große Rolle. Guckt, dass ihr so 3 bis 5 mm dicke Streifen macht. Dicker sollten sie nicht unbedingt sein, sonst brauchen sie einfach viel länger. Und
dünner, dann können sie eben schneller auch mal reißen oder brechen. Wenn unsere Kartoffeln jetzt mehr oder weniger so schön zugeschnitten sind wie hier bei uns, ein bisschen auseinanderfächern könnt ihr die, brauchen jetzt nicht extrem weit auseinandergefächert sein. Hauptsache, hier kann jetzt ein bisschen Öl dazwischen kommen, hier können die Gewürze rankommen und nachher kann natürlich auch die Hitze da dran kommen. Dann legen wir unsere Kartoffeln jetzt hier, damit ich nicht so viel Sauerei mache, in so eine IKEA-Konsis-Form. Ihr könnt die in eine Auflaufschale legen, ihr könnt es aber auch auf eurem Brett machen, nur ich möchte jetzt hier mit dem Öl nicht alles vollsauen. Und dann kommt jetzt tatsächlich hier Öl drüber. Und hier mein Tipp, je mehr Öl ihr nehmt, desto knuspriger werden die. Aber ihr braucht jetzt am Anfang noch nicht allzu viel Öl nehmen, weil das machen wir wirklich nur, damit der Rub gut hält. Ölen wir die ein bisschen ein und nachher auf dem Grill müssen wir die einfach immer mal wieder mit Öl bepinseln und dadurch werden die nachher richtig schön knusprig. So knusprig wie in der Fritteuse natürlich nicht, aber eure Gäste werden trotzdem begeistert sein. Gut gewürzt und eingeölt können unsere Kartoffeln jetzt auch bei 180 Grad auf den Grill. Hierbei könnt ihr auch hochgehen bis zu 220 Grad. Passt aber ein bisschen auf, wenn ihr so Paprika und so weiter mit in dem Rub drin habt, dann auf keinen Fall über 220 Grad gehen. Dann würde ich euch so 180 bis 200 Grad empfehlen. Und die Kartoffeln brauchen, je nach Größe und Dicke, jetzt ungefähr eine Stunde. Ihr solltet nach einer Stunde mal eine Kartoffel probieren. Sollte die noch nicht ganz durch sein, kann das auch mal bis zu 75 Minuten dauern. Aber spätestens nach 75 Minuten ist das fertig. Mit der Zeit solltet ihr rechnen. Auch fürs zweite Rezept muss ich euch bis zum Ende vertrösten, damit ihr das Ergebnis seht. Wir kümmern uns in der Zwischenzeit um Rezept Nummer 3 und das hat es richtig in sich, ist mittlerweile einer meiner Lieblingsbeilagen, weil das wirklich eine Geschmacksexplosion ist. Bevor wir damit aber starten, habe ich noch eine kleine Information für euch, denn ich habe euch vor einiger Zeit mal gefragt, was ihr davon haltet, wenn wir unsere Videoproduktionskosten und so weiter decken, indem wir hin und wieder mal kleine Sponsorings annehmen. Und wir haben uns gemeinsam darauf geeinigt, dass wenn wir ein Sponsoring im Video einbauen, das folgende Kriterien beinhalten muss. Erstens, es sollte, wenn möglich, themenfremd sein. Warum? Damit ich in meinen Aussagen hier zu dem Thema, um das es im Video geht, nicht beeinflusst werde und trotzdem neutral bleiben kann. Zweitens, ein Teil des Geldes wird gespendet. Somit haben wir letztendlich daraus auch etwas für die gute Sache gemacht, denn wir bekommen Geld von einem Sponsor. Ein Teil des Geldes können wir spenden, wir können etwas Gutes tun und mit dem Rest können wir diese Videoproduktionskosten hier decken, denn ihr glaubt gar nicht, was das für ein Aufwand und was das für Kosten sind. Und ihr hört es schon raus, für heute haben wir einen Sponsor bekommen und deswegen kann ich es mir auch leisten, 3 Videos in ein einziges zu packen. Und ich möchte heute einen kleinen Betrag spenden an die Ukraine. Das bedeutet, 100 Euro gehen raus an die Ukraine. Nicht nur das, ich möchte auch 100 Euro spenden bzw. als kleine Aufwandsentschädigung dem Nils aus unserer Facebook-Gruppe, also hier aus der Grill-Community, zukommen lassen. Warum? Weil er einfach als Admin in der Facebook-Gruppe dazu beiträgt, dass es die harmonischste Facebook-Gruppe auf ganz Facebook ist. Und das ist kein Scherz. Das ist auch nicht irgendein Gerede von wegen, ihr seid die beste Community. Ich meine das wirklich ehrlich. Und jeder, der in der Grill-Community auf Facebook ist, der kann das bezeugen. Und das ist noch längst nicht alles. Ich möchte nochmal gute 100 Euro, allerdings nicht in Form von Bargeld, sondern in Form von Warenwert, an einen meiner Abonnenten schenken. Warum möchte ich das machen und an wen möchte ich das machen? An den Patrick. Der versucht hier unter jedem Video immer der erste Kommentar zu sein. Er hat auch schon einiges von mir bekommen dafür. Ihr merkt also, ich bin euch wirklich dankbar für den Support, den ihr hier leistet. Mittlerweile schafft er es auch nicht mehr immer der Erste zu sein, weil mittlerweile versuchen das einige. Und wenn ihr den Kanal supportet, wenn ihr treue Fans hiervon seid, dann wisst ihr auch, dass ich regelmäßig immer mal wieder euch etwas Gutes tun möchte und euch etwas schenke und zukommen lasse. Und deswegen werden wir das jetzt für Sponsorings auch häufig so machen. Wenn also irgendwer in der Community besonders herausragt mit was auch immer, dann bekommt ihr natürlich auch von mir was als Dankeschön. Und deswegen jetzt hier für den Patrick eins unserer neuen Messer aus der neuen Messerserie. Treue Abonnenten wissen, warum es die gibt und warum es die zu diesem unschlagbaren Preis gibt. Und das möchte ich dir einmal schenken. Und ich denke, damit hat der Sponsor es jetzt auch absolut verdient, erwähnt zu werden. Und zwar ist das heute für das Video Clark. Clark ist eine Versicherungs-App, habe ich euch hier auf dem Kanal auch schon zweimal vorgestellt. Und ich nutze sie seit einigen Monaten auch selbst. Und bei so einer Versicherungsmakler-App gibt es immer einen Kritikpunkt. Und zwar zu sagen, okay, das ist letztendlich ein Versicherungsmakler. Und deswegen kommt für euch diese App nicht in Frage, wenn ihr bereits einen Versicherungsmakler habt, dem ihr vertraut. Solltet ihr das nicht haben, dann kann ich euch die App allerdings ans Herz legen. Denn ihr habt einen Versicherungsmakler, allerdings ohne den Aufwand zu haben. Und ein großer negativer Punkt bei Versicherungsmaklern ist immer, wenn die abhängig sind von irgendeinem Versicherungsunternehmen, dann empfehlen die euch natürlich nicht alles, was es gibt und dann das preis-leistungstechnisch Beste für euch, sondern das, wo sie eben die Provision bekommen, wo sie angestellt sind. Bei Clark ist das anders, die sind unabhängig und das ist eben ein großer Vorteil. Die haben das Recht für euch natürlich dann Versicherungen zu ändern, machen sie aber natürlich niemals ohne Absprache. Also auch das ist kein Kritikpunkt, kann ich aus Erfahrung mittlerweile sagen. Ihr könnt in der App einfach eure bestehenden Versicherungen eintragen und bekommt dann
Angebote, die besser sind, die günstiger sind und das dann in regelmäßigen Abständen. Und so könnt ihr permanent Geld sparen, wenn ihr das wollt. Das Angebot, was Clark für unsere Community anbietet, ist, ihr könnt eure Versicherung dort eintragen und ihr bekommt pro Versicherung einen Amazon-Gutschein, ohne dass ihr irgendwas abschließen müsst. Das heißt, eure bestehenden Versicherungen tragt ihr bei Clark ein und für eine gewisse Anzahl bekommt ihr dann einen Amazon-Gutschein. Genaue Details dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Danke, dass ihr dran geblieben seid und den Kanal damit supportet. Und jetzt kümmern wir uns ums dritte Rezept, nämlich unsere karamellisierten, gerösteten Möhren. Die genauen Mengenangaben der Zutaten findet ihr, wie gesagt, in der Beschreibung. Wir brauchen Butter, wir brauchen unsere Möhren, wir brauchen Honig und wir brauchen Knoblauch. Und dann kann das Ganze jetzt auch auf unseren Grill, am besten auf eurem Seitenkocher. Wir haben einmal die Location gewechselt, weil wir hinten mit der Kameraperspektive nicht klargekommen sind. Und wir machen jetzt das dritte Rezept direkt am Grill. Und ich erkläre euch das jetzt am Grill Schritt für Schritt. Und der Trick, damit das alles gut funktioniert, ist, ihr habt alles vorbereitet. Das bedeutet, wir brauchen gleich zuerst unsere Butter, dann brauchen wir den Honig, dann brauchen wir den Knoblauch, der ist im Idealfall schon gepresst. Und dann brauchen wir unsere Möhren. Dafür stellen wir unsere Gusseisenpfanne, je nach Größe, je nachdem, wie viel ihr machen wollt, auf unseren Seitenkocher. Und den drehen wir auf niedrigste Stufe. Also wirklich so niedrig, wie es geht, wenn ihr einen starken Seitenkocher habt. Habt ihr einen Seitenkocher mit unter 3,5 kW, dann könnt ihr gucken, dass ihr den vielleicht auch auf mittlere Stufe stellt, aber nicht viel höher, sonst würde unsere Butter nämlich jetzt gleich verbrennen. Die Butter geben wir hier hinein. Kleiner Tipp für die Butter, damit die schneller schmilzt, die Butter schon mal klein machen, nicht so wie ich jetzt einen großen Block da rein, damit, wenn die geschmolzen ist, auch direkt schon der Honig hinterher kann und die ganze Zeit durchrühren, weil wenn die jetzt zu heiß wird, dann ist leider das Gericht nachher auch wieder vorbei und wir geben jetzt direkt unseren Honig rein, sobald die Butter geschmolzen ist. Das wird jetzt relativ schnell Röstaromen bekommen, das heißt, es wird so einen ganz leicht hellbraunen Ton bekommen und dann geben wir direkt auch unseren Knoblauch mit hinzu und lassen den auch nochmal anrösten, der wird auch relativ schön schnell frittiert werden und sobald er das ist, geben wir unsere Möhren mit rein. Die Möhren jetzt ganz kurz da drin schwenken, einfach die ganze Zeit hin und her, so ein bisschen mit anbraten jetzt in der Butter. Darauf achten, dass die Butter nicht zu dunkel wird. Ja, braune Röstaromen darf es geben. Aber wenn es zu braun werden sollte, also wenn ihr sagt, oh, jetzt brauner muss es nicht mehr werden, dann nehmt ihr die Pfanne direkt runter und stellt die in euren Grill. Und zwar auch hier wieder bei so 160 bis 180 Grad. Wir nehmen jetzt für alles ca. 180 Grad. Dann kommt die in den Grill indirekt. Das bedeutet, rechter und linker Brenner an, die beiden mittleren aus, die Pfanne in die Mitte. Und dann dürfen die Möhren dafür 25 Minuten drin bleiben. Während unsere Möhren jetzt fertig garen, kümmern wir uns um unser Knoblauchbutterbaguette, denn unser Knoblauch, der ist jetzt wunderbar geröstet und wir brauchen dafür jetzt natürlich noch ein bisschen Butter. Wir brauchen ein paar frische Kräuter. Ich nehme dafür jetzt Schnittlauch und Petersilie und wir brauchen ein Baguette. Ihr könnt entweder ein frisches vom Bäcker nehmen oder ihr nehmt einfach ein Aufbackbaguette. Ihr braucht das vorher nicht mal aufzubacken. Habe ich jetzt hier auch genommen, hatten wir jetzt nichts anderes da. Das schneiden wir einmal mittig auf. Dann werden wir unsere Kräuterbutter natürlich zusammen mit Salz, Pfeffer abschmecken. Gerne ein bisschen mehr Salz, zumindest für meinen Geschmack, weil nachher soll das natürlich auch noch ein bisschen was schmecken und da ist Salz immer dann der Geschmacksträger. Die gut gesalzene Butter also dann auf beide Seiten draufschmieren und wer sich gefragt hat, warum ich jetzt die ganze Zeit die Plansche im Grill liegen habe, die ist genau jetzt für das Rezept gedacht, denn unser Baguette kommt dann mit der Schnittseite, mit der Kräuterbutter auf die Plansche drauf. Die Grilleinstellungen sind unverändert, das bedeutet, wir haben 180 Grad indirekt, die äußeren Brenner sind an, die inneren sind aus. Unsere Plansche liegt indirekt, das heißt nicht über einem der direkten Brenner, sondern irgendwo in der Mitte. Und die ist jetzt die ganze Zeit mit vorgeheizt worden, das heißt, sie hat richtig Temperatur bekommen. Und da drauf backen wir letztendlich jetzt unser Brot nochmal richtig schön auf. Und das dauert so um die 10 bis 15 Minuten. Guckt einfach mal auf die Schnittseite immer mal wieder nach. Das sollte natürlich nicht zu dunkel werden, aber das Brot sollte außen natürlich auch irgendwann dann kross sein. Ihr seht jetzt natürlich auch schon richtig schön, wie die Fächerkartoffeln aussehen. Die werden auch richtig gut. Und gleich sind wir jetzt mit allen drei Rezepten fertig und dann wird natürlich auch verkostet. Wenn die Möhren nach 25 Minuten fertig sind, dann jetzt nochmal mit Salz, Pfeffer abschmecken. Das bringt den Geschmack wirklich nochmal auf das nächste Level und ihr werdet das merken, das ist einfach eine Geschmacksexplosion im Mund. Endlich sind alle drei Beilagen fertig. Wir haben hier unser Knoblauchbutterbaguette mit dem gerösteten Knoblauch und ich kann euch sagen, das ist richtig schön knusprig geworden. Also indirekt die Plansche zu legen ist da optimal. Dann kann nämlich das Baguette, wenn es noch gar nicht aufgebacken war, richtig schön aufbacken und trotzdem wird es schön knusprig und crunchy. Wir haben hier unsere karamellisierten Karotten. Auch das etwas, wo ich mich sehr drauf freue, weil ich weiß, wie es schmeckt. Und wir haben hier natürlich unsere Tornado-Kartoffeln. Auch die sind wunderbar geworden. Immer mal wieder mit Öl übergossen. Dadurch werden die ein bisschen knuspriger, wie gesagt. Wie frittierte sind sie nachher trotzdem nicht. Und circa nach einer Stunde sind die Kartoffeln dann auch durch. Ich werde jetzt einmal für euch verkosten. Ihr könnt euch die einfach hier so abziehen. Innen drin richtig schön kartoffelig und außen richtig schön knusprig. Ups. Dann auf euch. Geil. Vor allem mit so einem richtig schönen Bratkartoffelgewürz. Das ist perfekt. Und es ist einfach mal ein Hingucker. Das heißt, für eure Gäste, das neben einem Steak liegen zu haben,
besser geht's doch gar nicht, oder? Dann kümmern wir uns einmal um die Möhren. So eine Außenküche ist praktisch. Kümmern wir uns um die Möhren. Hier den Tipp nochmal, immer dann nachher nochmal mit der Butter, mit dem Honig gut übergießen, bevor man das den Gästen serviert, weil das transportiert natürlich nochmal den richtig guten Geschmack. Und wie gesagt, das Salzen und Pfeffern nicht vergessen. Ich hätte es fast vergessen hier beim Videodreh. Einmal auf euch. Ihr seht, die Möhren sind schön weich, aber die sind trotzdem noch knackig. Einfach geil. Möhre und Butter passt sowieso mit dem Honig und dem Salz und dem Knoblauch dabei. Das ist schon sehr geil. Und ich kann mir vorstellen, dass das für Vegetarier vielleicht sogar auch so mit eine Hauptspeise sein kann. Mit noch ein paar anderen Salaten und so dabei. Also das ist schon wirklich ein sehr, sehr tolles Gericht. Und dann schneiden wir mal jetzt hier unser Baguette auf. Ja, was soll ich an der Stelle noch sagen? Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wir so geile Projekte hier umsetzen können. Wenn ihr Bock habt, bei der Gewürzmischung, Entwicklung mitzuhelfen, dann wie gesagt, schaut unten einmal in den ersten angepinnten Kommentar. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben, einen Kommentar. Damit unterstützt ihr einen YouTuber grundsätzlich immer. Und ein Abo würde mich natürlich sehr freuen, damit ihr Teil der Community werdet. Und wir könnten vielleicht dieses Jahr sogar 100.000 Abos schaffen. Und dann würde dieser Kanal nach 2 Jahren schon 100.000 Abonnenten haben. Und das hätte ich mir niemals erträumt. Lassen. Ein ganz großes Dankeschön an der Stelle dafür und ich glaube, mein Dankeschön sind nicht nur leere Worte, sondern ihr merkt, ich meine das ernst. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!